gab für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben. Danke, Jesus, für dein Kreuz, danke für dein Leben. Danke, Jesus, für dein Kreuz, danke für dein Leben. Hallo und grüß Gott. Am Karfreitag denken wir Christinnen und Christen an Jesus und an seine Kreuzigung. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie es war, als Jesus gekreuzigt worden ist. So war es, als Jesus gekreuzigt worden ist. Jesus erzählte den Menschen von Gott. Aber Jesus erzählte nicht nur von Gott. Jesus sagte sogar: Ich komme selber von Gott. Gott ist mein Vater. Ich bin selber Gott. Darüber waren viele Leute sehr böse. Einige von diesen Leuten hießen hohe Priester. Die hohen Priester sagten: Was Jesus sagt, ist falsch. Jesus darf so etwas nicht erzählen. Wir müssen Jesus fangen und töten. Dann kann Jesus nicht mehr so von Gott erzählen. Wer uns hilft, Jesus zu fangen, bekommt Geld als Belohnung. Judas war ein Jünger von Jesus. Judas wollte den hohen Priestern helfen, Jesus zu fangen. Judas passte gut auf, wo Jesus ist, damit die hohen Priester Jesus finden können. An einem Abend ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park. Judas sagte zu den hohen Priestern: Ich weiß, wo ihr Jesus gefangen nehmen könnt. Jesus ist mit den anderen Jüngern im Park. Die hohen Priester holten ihre Diener und Soldaten. Die Diener und die Soldaten gingen mit Judas in den Park. Jesus sah die Diener und die Soldaten mit Judas kommen. Jesus ging hin. Jesus fragte: Wen sucht ihr? Die Diener und die Soldaten sagten: Wir suchen Jesus. Jesus sagte: Ich bin es, ich selber. Lasst die Jünger alle weggehen, denen soll nichts passieren. Nehmt mich alleine fest. Petrus hatte ein Schwert in der Tasche. Petrus nahm das Schwert. Petrus fing an zu kämpfen. Dabei haute Petrus bei einem Soldaten ein Ohr ab. Jesus sagte zu Petrus: Tu das Schwert weg. Ich will immer das tun, was Gott will. Gott will nicht, dass wir mit den Waffen kämpfen. Gott will, dass wir uns immer auf Gott verlassen, auch wenn es mal gefährlich wird. Die Soldaten fesselten Jesus. Die Soldaten brachten Jesus zu einem Mann. Der Mann war ein Hohepriester. Der Mann hieß Hannas. Hannas wollte Jesus ausfragen. Hannas fragte Jesus: Was hast du über Gott erzählt? Jesus sagte: Viele Leute haben zugehört, wenn ich von Gott erzählt habe. Die Leute wissen alles, was ich erzählt habe. Du kannst die Leute fragen. Da gab ein Soldat Jesus eine Ohrfeige. Jesus fragte den Soldat: Warum gibst du mir eine Ohrfeige? Der Soldat sagte zu Jesus: Du sollst keine dummen Antworten geben. Jesus sagte: Wieso war das eine dumme Antwort? Erklär mir das bitte. Was ist daran dumm? Das erklär mir mal. Und sonst hör auf zu schlagen. Die hohen Priester wollten, dass Jesus die Todesstrafe bekommt. Die Todesstrafe durfte nur ein Politiker aus Rom erlauben. Die Soldaten mussten Jesus zu diesem Politiker bringen. Der Politiker hieß Pilatus. Pilatus merkte, dass Jesus ein guter Mensch war.
Pilatus wollte Jesus am Leben lassen. Die hohen Priester und die Leute sagten: Jesus muss getötet werden. Jesus hat gesagt, ich bin ein König. Pilatus fragte Jesus: Bist du wirklich ein König? Jesus sagte zu Pilatus: Ja, ich bin ein König. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich kann man nicht sehen. Mein Königreich kann man nur im Herzen spüren. Pilatus sagte: Also bist du ein König? Jesus sagte: Ja, ich bin ein König. Aber ich bin nicht ein König wie die Politiker. Ich bin in diese Welt gekommen, damit Gott regiert. Was ich von Gott erzähle, ist die Wahrheit. Alle Menschen, die die Wahrheit hören, werden im Herzen froh. Darum bin ich ein König in den Herzen von den Menschen. Pilatus hörte sich alles an. Pilatus fragte: Was ist Wahrheit? Pilatus sagte zu den hohen Priestern und zu allen Leuten: Jesus ist unschuldig. Ich will Jesus freilassen. Die hohen Priester und die Leute schrien zusammen: Jesus muss getötet werden. Pilatus sagte: Die Soldaten sollen Jesus quälen. Dann sehen wir weiter. Die Soldaten nahmen Jesus mit. Die Soldaten fingen an, Jesus zu quälen. Die Soldaten spuckten Jesus an. Die Soldaten schlugen Jesus mit Stöcken. Die Soldaten steckten Jesus Stacheln auf den Kopf. Die Stacheln sahen aus wie eine Krone. Die Soldaten zogen Jesus ein Königsgewand an. Die Soldaten gröhlten: Hey, das ist unser König! Dann brachten die Soldaten Jesus wieder zu Pilatus. Jesus war überall blutig. Jesus sah schlimm aus. Alles tat Jesus weh. Pilatus stellte Jesus vor die Leute. Alle konnten Jesus sehen. Alle konnten sehen, wie Jesus gequält war und wie Jesus blutete. Pilatus sagte: Seht, dieser Mensch! Aber die hohen Priester und die Leute gröhlten immer mehr: Jesus muss gekreuzigt werden! Jesus muss am Kreuz sterben! Pilatus fand immer noch, dass Jesus unschuldig ist. Pilatus dachte hin und her. Pilatus sagte: Nein, Jesus ist unschuldig. Jesus soll am Leben bleiben. Die Leute schrien wieder: Weg mit Jesus! Ans Kreuz mit Jesus! Ans Kreuz mit Jesus! Wir brauchen keinen König wie Jesus. Wir haben einen König in Rom. Ans Kreuz mit Jesus! Zum Schluss gab Pilatus nach. Pilatus erlaubte, dass Jesus gekreuzigt wird. Jesus sollte an einem bestimmten Ort ans Kreuz genagelt werden. Der Ort war draußen vor der Stadt. Jesus musste sein Kreuz selber dahin schleppen. Pilatus machte ein Schild. Auf dem Schild stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Soldaten zogen Jesus die Anziehsachen aus. Die Soldaten wollten die Anziehsachen von Jesus selber haben. Bei der Kreuzigung guckten einige Frauen zu. Eine Frau war Maria, die Mutter von Jesus. Einer von den Jüngern war auch da. Jesus hatte diesen Jünger sehr lieb. Jesus sagte zu seiner Mutter: Sieh mal, dieser Jünger ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte Jesus: Maria ist jetzt deine Mutter. Darum kümmerte sich der Jünger jetzt immer um Maria. Jetzt hatte Jesus alles getan, was er tun konnte. Jesus hatte sich um alle Menschen gekümmert. Jesus hatte sich um seine Mutter gekümmert. Jesus hatte sich immer auf Gott verlassen. Jesus merkte, dass er stirbt. Jesus atmete noch einmal, dann hauchte Jesus seinen Geist aus.
Jesus war tot. Jesus hatte zwei Freunde. Der eine Freund hieß Josef von Arimathäa, der andere Freund hieß Nikodemus. Josef von Arimathäa und Nikodemus nahmen Jesus vom Kreuz ab. Josef von Arimathäa und Nikodemus wickelten Jesus in Tücher. Josef von Arimathäa und Nikodemus legten Jesus in ein Grab. So war es also, als Jesus gekreuzigt worden ist. Zum Glück ist die Geschichte da aber nicht zu Ende. Jesus hat sich nicht vergebens auf Gott verlassen. Gott hat ihn gerettet. Gott hat ihn auferstehen lassen von den Toten. Jesus ist auferstanden zu einem neuen und ewigen Leben, das wir uns nicht vorstellen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Alles, was uns Sorgen macht, dürfen wir dir bringen. Du bist da, du hältst zu uns, darum wollen wir singen. Danke, Jesus, für dein Kreuz, danke für dein Leben, danke, Kreuz, danke für dein Leben.